schönen guten Morgen, also vor allem an diesem wunderschönen, diesem herrlichen Morgen. Und da möchte ich mit diesen Worten schon mal Appetit machen auf den wahrscheinlich schönsten Segeltag der Kieler Woche, den wir heute nämlich erleben werden. Wir haben heute nämlich beides. Wir haben Sonne und Wind. Die anderen Mixturen haben wir diese Woche schon durchgemacht, aber heute haben wir beides. Also es wird ein richtig, wenn ich das mal sagen darf, geiler Tag. Da freue ich mich ja schon drauf und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und den Grund, warum es so schön wird, den finden wir genau in dieser Wetterlage, die wir zurzeit nämlich draußen im großräumigen Sinne draußen haben. Blick auf Europa. Wir liegen genau zwischen zwei wunderschönen Wettersystemen, einem umfangreichen Hochdruckgebiet über Skandinavien, das bis in die östliche Ostsee reinreicht und sehr umfangreich und stabil vor allem ist. Und ein anderes, weniger schönes Wettersystem, weit im Südwesten aber noch ein Tiefdruckgebiet mit L-Low gekennzeichnet. Wir sind übrigens immer hier in der Bildmitte, das Schwarze Kreuz, das ist Kieler Woche 2012 und nächstes Jahr wird die Karte genauso aussehen, da bleibt es dann die Kieler Woche 2013. Das ist die Wetterlage quasi jetzt aktuell, das Hoch schön stabil, also über Skandinavien. Und das Tiefdruckgebiet hier ganz unten links in der Ecke, man sieht aber eben die schöne Drängung der Isobaren. Da steckt der Wind drin, den wir jetzt schon draußen haben. Und wenn wir direkt reinspringen in die Wettersituation heute früh Nachmittag, dann verändert sich erstmal also von der großräumigen Situation wenig. Das Tief kommt aber ganz, ganz langsam näher. Wunderbar, drückt die Isobaren sozusagen zusammen. Das Hoch ist nämlich stabil, hält erstmal dagegen. Und dadurch kriegen wir also im Laufe des Tages immer bessere Luftdruckgegensätze und das hält sich also auch bis in den Abend hinein oder es hält sich nicht nur, sondern es verbessert sich. Also diese Luftdruckgegensätze verstärken sich, der Gradient wird immer besser und zunehmender Gradient heißt auch zunehmender Wind. Wie sieht es aus von oben geblickt, diese Wetterkonstellation, vielleicht mit ein bisschen mehr Leben aus in dem Blick von unten, jetzt mal von oben noch gefüttert. Diesmal in der Bildmitte das Rote Kreuz. Da sind wir, das Hochdruckgebiet, also viel wolkenloser Himmel, typisch für ein Hochdruckgebiet, räumt die Wolken aus dem Weg, bringt trockene Luft, von der wir hier eben auch partizipieren. Deswegen also der wolkenarme oder wolkenlose Himmel und die schöne trockene Luft. Ganz anders das Tiefdruckgebiet über Großbritannien oder noch so ein bisschen südwestlich davon. Viele dicke Wolken, die Geschichten kennt ihr, was in so einem Tief drinsteckt, schlechteres Wetter. Das lassen wir dann später auf uns zukommen. Wir arbeiten also heute mit diesem Hochdruckgebiet, das uns bis nach Schleswig-Holstein, bis an die Elbe heran mit diesem fast wolkenlosen Himmel also versorgt. Und das heißt für die Windentwicklung, da habe ich euch mal das Windfeld mitgebracht für den späteren Vormittag, grundsätzlich aus dem Hoch heraus dieser Ostwind mit einer nordöstlichen Komponente. Zunächst also noch der Nordostwind. Im Moment haben wir draußen 50, 60 Grad mit sogar schon mal ganz nett, so 13 Knoten am Kieler Leuchtturm. Wir haben es heute eigentlich grundsätzlich mit einem Gradientwind zu tun. Also aus dem Hoch heraus, aus den Luftdruckgegensätzen. Schöne Gradientwindsituation. Da kommt keine Front rein, nicht irgendwie große Störenfriede, auch keine Wolken, die euch irgendwelchen Schmutz zuwerfen. Aber dieser Gradientwind dürfte obendrauf bekommen noch so eine thermische Komponente, also ein bisschen Seewind. Der Seewind kommt aber aus der gleichen Richtung, führt aber wohl zu einer Zunahme der Windgeschwindigkeiten. Ich rechne damit, dass also im Laufe des späteren Vormittag in den Mittag hinein dieser Gradientwind sich ein bisschen aufbaut, dann fängt er an zu pumpen, weil der Seewind erstmal ein bisschen Unregelmäßigkeiten macht, könnte ihn noch so ein bisschen nach links ziehen, 10 Grad, vielleicht auch 50, 60 Grad und von da an wird das Ganze dann immer weiter zunehmen. Das Ganze heißt, die Windgeschwindigkeiten legen zu, also in die Startzeit, in den Nachmittag hinein und der Wind fängt an, stetig immer weiter rechts zu drehen. Das passt dann in diese Situation, also ein gleichmäßiges Windfeld mit mittleren Oszillationen. Und je später der Tag, das ist jetzt die 14 Uhr Situation oder die ist aber auch stellvertretend für 15, 16, es wird sich der Wind also langsam rechts drehen, großräumig gut verteiltes Windfeld mit zunehmendem Druck. Den Druck habe ich euch jetzt nicht nur erklärt, sondern ja auch im Handout oder im Aushang hinten an der Eingangstür zur Registrierung hängt der Wetterbericht aus. Ihr kriegt dort aber auch ein Handout. Zweiseitig habe ich das versucht mal zusammenzupacken. Nein, sind drei Seiten. Es ist nämlich auch diese Tabelle dabei, die dann in Slots aufgeteilt ist. 10 bis 12 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Und da seht ihr eigentlich auf allen Bahnen ziemlich ähnlich zumindest. Es dreht sich nur so um 10, 15 Grad Wind
Richtungsunterschiede, dass der Wind also heute zunächst 50, 40, 60 Grad einsetzt, langsam zulegt, 12 bis 14 am späten Vormittag. Dann kommt er so über die Mittagszeit in die Startzeit herein, sollte er schon mal so die 70 Grad sehen, in den Innenbahnen noch ein bisschen weiter links gedreht, die 60 Grad. Und er legt zu, 14, 16 Knoten im Laufe des Nachmittags, kommen wir dann auf die 70, 80 Grad sogar mit weiterer Zunahme. 16 bis 18 Knoten draußen, da gibt es also eine schöne Brise, herrliches Segeln. Und dazu eben tolles Wetter, die Sonne scheint. Wenn Wolken auftauchen, dann entweder so ein paar Schleierwolken oben, harmlos, könnt ihr vergessen, werden euch keine Windänderungen, Einflüsse ausüben. Über Land könnten, die Luft ist ziemlich trocken, vielleicht kleine Cumuluswolken entstehen. Die zeigen nur diese Seewindentwicklung. Sie funktioniert, da passiert was mit dem Seewind zusätzlich, aber die Wolken werden nicht nach See oder Offshore rausdriften. Was eher in die Höhe driftet, ist der Seegang. Die Welle wird eine schöne kurze Welle sich aufbauen. Je später der Tag, desto kürzer, desto höher die Welle. Also die kommt von 0,3, 0,5 Meter und baut sich langsam auf 1 bis 1,50 Meter, gerade auch hier in der Strander Bucht auf. Also da haben wir dann die zweite Herausforderung, schönen Wind und schöne Welle. Das Ganze bei Temperaturen an Land, 19 Grad, auf dem Wasser ist es deutlich kühler durch den Windchill, 16, 15, 14 Grad, also das darf man nicht verschätzen oder unterschätzen, die Wassertemperaturen, tut mir leid, leider weiterhin noch bei 15 Grad. Und in diesem Sinne, mit diesen Ausblicken, wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß.